Bevor ich auf die Ukraine eingehe, die sicherlich ein zentrales Thema ist und zu der meine Vorrednerin, die Frau Kollegin Schumann, einiges sehr Richtige gesagt hat, noch einmal zur Impfpflicht. Die Frau Europaministerin hat uns heute ja gesagt, dass die Impfpflicht jetzt ausgesetzt werden kann, obwohl man sie vor weniger als einem Monat eingeführt hat, weil jetzt eine andere Situation wäre, weil bei Einführung der Impfpflicht, da hätten die Experten und Expertinnen noch was ganz anderes gesagt. Ja, wann ist denn diese Impfpflicht eingeführt worden? Ich glaube, es kann sich fast jeder noch hier erinnern. Es war am 9. Februar 2022, da haben wir hier im Bundesrat den Beschluss gefasst mit, bitte? Wann war es? Am 3.? Ah, da war es am 3., Entschuldigung, da war es am 3., ja, am 3. Februar, also vor etwas mehr als einem Monat. Und da war ja die Lage nicht anders. Da wussten wir ja seit Wochen, dass es keine Impfungen gegen die Variante Omikron gibt, dass die vorhandenen Impfungen sinnlos sind, dass ein Booster nichts nützt. Da haben die Länder rund um uns die Maßnahmen aufgehoben. Da hat der Impfpionier Israel den grünen Pass abgeschafft, weil er gesagt hat, aufgrund der Wirkungslosigkeit der Impfungen werden die Leute in eine falsche Sicherheit gewogen. Bei dieser Erkenntnis und wissenschaftlichen Sachlage haben wir die Impfpflicht eingeführt. Dass wir sie heute aussetzen, unter Anführungszeichen, ist zwar erfreulich, da bin ich mit der Kollegin Schumann natürlich nicht einer Meinung, aber das ändert ja nichts daran, dass die Einführung an sich absolut durch nichts gerechtfertigt und ein reiner Willkürakt gewesen ist. Wir sind mit dieser Maßnahme auch neben Tadschikistan, Kirgisistan, Vatikan und Tonga, andere Staaten fallen jetzt gerne mal mehr ein, alleine geblieben weltweit. Und jetzt kann man doch heute einmal zugeben, das war ein Fehler. Da haben wir vielleicht nicht die richtigen Experten und Expertinnen gehabt oder nicht auf die richtigen Experten und Expertinnen gehört. Da muss man nicht sagen, ja, das war wichtig und richtig und wir setzen es halt aus, weil wir sehen, dieses Gesetz zu exekutieren wäre ein Wahnsinn. Über 1 Million Österreicher würden hier in Rechtswidrigkeit sein. Über 1 Million müssten bestraft werden. Wir müssten eine Impfung durchsetzen, wo kein vernünftiger Wissenschaftler mehr behauptet, dass sie wirksam ist. Wir müssten eine Impfung jetzt durchsetzen für eine Variante, die vielleicht im Herbst droht. Eine Impfung, die nicht einmal gegen die jetzige Variante wirksam ist, die gegen eine Variante, die wir überhaupt nicht kennen, dann angeblich wirksam ist. Also bitte hier schon am Boden der Realität und am Boden der Ehrlichkeit gegenüber unseren Staatsbürger zurückkehren und sagen, das war ein Unfug und ein schwerer Fehler und wir werden uns aus der Gefolgschaft der sonst ehrwürdigen Staaten Tadschikistan, Tonga und Co. wieder entfernen. Wäre mein Vorschlag. Frau Ministerin nickt nicht zustimmend. Also der Vorschlag wird also nicht Gehör finden. Aber kehren wir zur Neutralität zurück und zum jetzt tobenden Konflikt. Wir haben ja mehrfach gehört von der Frau Ministerin mit anderen Worten, vom Kollegen Groß, mit genau den Worten, die ich jetzt sagen werde, dass dort, wo es einen Angriffskrieg und völkerrechtswidrige Handlungen gibt, die Neutralität aufhört. Na bitte, wo fängt denn dann die Neutralität an? Sagen Sie mir einen Krieg in den letzten 100 Jahren, der nicht mit einem Angriff begonnen hat. Krieg ist ja leider, muss ich sagen, kein sportliches Event, wo man in der Mitte steht und der Schiedsrichter dann sagt, so jetzt schlagt euch die Köpfe ein, sondern Krieg zeichnet sich dadurch aus, dass eine Macht eine andere angreift. So wie die USA Afghanistan angegriffen haben 2001 und 2003 den Irak, so hat Österreich im Jahr 1914 Österreich-Ungarn Serbien angegriffen und den Ersten Weltkrieg ausgelöst. So hat Frankreich im Jahr 1871 das Saarland angegriffen und den Preußisch-Französischen Krieg ausgelöst und so weiter. Jeder Krieg beginnt mit einem Angriff. Jeder Angriff ist im Kern völkerrechtswidrig. Völkerrechtswidrig hat auch die NATO gehandelt im Jahr 1999, als sie Serbien angegriffen hat. Ist so. Es kann uns gefallen oder nicht. Und völkerrechtswidrig ist es natürlich, einen Angriff zu führen, um ein Staatsgebiet
aus einem anderen Staat gewaltsam herauszulösen. Nichts anderes war die Intervention von 1999. Kann uns moralisch gefallen, wir sagen ja, das war trotzdem gut, weil die sind so mies behandelt worden, die Albaner, stimmt ja, von den Serben, und die haben sich die Unabhängigkeit verdient. Trotzdem war es ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Und trotzdem sind wir neutral geblieben. 1999 hat Österreich in 61 Fällen, ich habe das nochmal nachgelesen, sogar protestiert gegen Überflüge der NATO für Aktionen gegen Serbien, weil sie richtig gesagt haben und richtig erkannt haben, ein Überflug zu einem militärischen Einsatz oder im Rahmen eines militärischen Einsatzes ist bereits eine Verletzung der Neutralität. Was heißt denn Neutralität? Das heißt ja nicht nur, keine Truppen in einen Konflikt zu schicken, sondern es heißt, nach allgemeinen Definitionen, eine kriegsführende Partei weder direkt noch indirekt, weder militärisch noch wirtschaftlich zu unterstützen. Das ist Neutralität nach allgemeiner Definition und nach allgemeiner Auffassung. Und immerwährende Neutralität, die wir, Frau Verfassungsministerin, ja verfassungsmäßig haben, heißt für alle Zeiten und alle Konflikte. Und wir suchen es uns nicht je nach Konflikt aus, ob es uns passt, neutral zu sein oder nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, wie der Herr Bundeskanzler Nehammer, naja, die Neutralität haben wir uns nicht selber ausgesucht, die haben uns die Sowjetkommunisten aufgezwungen. Ja, erst einmal ist das historisch so nicht richtig. Es gibt zwar das Moskauer Memorandum aus dem Jahr 1955, das den Abschluss des Staatsvertrages erheblich erleichtert hat. Da haben wir in Aussicht gestellt, wenn die Besatzungsmächte abziehen, dann werden wir uns militärisch nach Schweizer Vorbild für neutral erklären. Hat den Abschluss des Staatsvertrages erleichtert. Aber trotzdem haben wir einen Tag nach dem Abzug des letzten Besatzungssoldaten im Vollbesitz unserer Souveränität diesen Beschluss gefasst, in der Verfassung verankert, als Grundlage unseres Selbstverständnisses gemacht und sogar zu unserem Nationalfeiertag gemacht, die Entscheidung, immerwährend neutral zu bleiben. Das haben wir auch gelebt, das haben wir in vielen bösen Fällen gelebt, wo es Aggressionen und Angriffe gegeben hat, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Das haben wir gelebt beim sowjetischen Überfall auf Ungarn 1956, das haben wir gelebt bei der Besetzung der Tschechoslowakei 1968. Das haben wir bei den amerikanischen Angriffskriegen auf den Irak und auf Afghanistan, beim NATO-Krieg gegen Serbien gelebt. Das haben wir auch beim restjugoslawischen Angriffskrieg auf das kürzlich selbstständig gewordene Slowenien im Jahr 1991 gelebt. Haben wir immer gelebt. Jetzt auf einmal können wir das nicht mehr leben. Dieser Krieg, so schlimm, so verurteilenswürdig und so verheerend in den Auswirkungen er auch ist, ist ein Krieg zwischen zwei souveränen Drittstaaten. Drittstaaten, zwischen zwei souveränen Drittstaaten. Wie auch immer die Gründe sind und wie auch immer hier die moralischen Gewichte zu urteilen sind, es ist ein klassischer Neutralitätsfall. Und wenn wir jetzt in einem solchen klassischen Neutralitätsfall Splitterwesten und Helme liefern an eine kriegsführende Partei, dann verletzen wir selbstverständlich unsere verfassungsmäßig auferlegte Neutralität fundamental. Man kann nicht damit argumentieren, das sind ja keine Waffen, das ist ja auch nur Schutz. Ja, wenn alles, was nur Schutz ist, keine Waffe darstellt, dann kann man ja auch Panzer liefern. Panzer dienen ja zum Schutz des Infanteristen vor Beschuss. Das ist eine Schutzvorrichtung. Dann kann man doch Flugabwehrraketen liefern. Selbstverständlich, weil Flugabwehrraketen dienen ja zum Schutz der Soldaten, Zivilisten, der Einrichtungen, der Industrie vor Flugzeugen und ihren Angriffen. Ja. Ja, alles liefern. Also hier liegt eine flagrante Verletzung unserer Neutralität vor. Das muss man einfach zugeben. Man kann ja den Mut haben, um zu sagen, diese Neutralität ist überholt. Wir wollen jetzt der NATO beitreten. Das sagen ja manche wie der Herr Kohl. Da muss man aber den Mut haben, es zu tun. Und nicht wie der Herr Nehammer sagen, die Neutralität ist ja eh was Aufgezwungenes, die ist nicht so wichtig. Die haben uns die Sowjetkommunisten auferlegt.
Und am nächsten Tag, nachdem er die Meinungsumfragen liest, und diese Meinungsumfragen ausnahmsweise nicht vom Institut Karma sind gewesen sind, sondern realistisch, sagen, na, die Neutralität, die bleibt jetzt oder wie die Frau Ministerin gesagt hat, morgen und auch in Zukunft. Der Glaube an diese Aussagen jetzt, morgen und auch in Zukunft ist natürlich ein sehr geringer, wenn ich mir die Aussagen der letzten 12 bis 24 Monate in den Corona-Wirren, sage ich einmal, in den administrativen Corona-Wirren ansehe, wie oft da die Epidemien oder Pandemien angesagt, abgesagt wurden, wie lange eine Impfpflicht ausgeschlossen wurde, dann eingeführt wurde. Da kann ich mir vorstellen, was die Aussage, die Neutralität bleibt jetzt, heute und morgen, wert ist. Jetzt aber zur Frage der auch angesprochenen europäischen Werte, Waffen nieder, Ersatzbeschaffungen. Ja, man will sich jetzt unabhängig vom russischen Gas machen. Die Frau Ministerin hat es angekündigt und hat auch schon vermutet, was ich dazu sagen werde. Man macht sich jetzt vom russischen Gas unabhängig und macht sich jetzt abhängig von den großen demokratischen Staaten Vereinigte Emirate und Saudi-Arabien. Saudi-Arabien, nur zur Erinnerung, dieser Staat, dessen de facto König, in Wirklichkeit Thronfolger, Verteidigungsminister, Innenminister und so weiter, politische Gegner durch in die Botschaft locken und dort zerstückeln, beseitigen lässt. Beide Staaten führen seit über 4 Jahren einen Vernichtungskrieg mit Zehntausenden Toten im Jemen. Das sind jetzt unsere neuen sicheren Versorger mit Energie. Das ist die neue nachhaltige Politik. Frau Ministerin, das glauben Sie ja selber nicht, aber das müssten Sie auch den Leuten fairerweise erklären, wer unsere nachhaltigen, sicheren, demokratischen, mit unseren Werten offenbar geschulten neuen Lieferanten sind. Dann einmal zu den europäischen Werten. Gehen wir mal zur Zensur. In einem Krieg ist es zwar üblich, dass kriegsführende Staaten eine gewisse Zensur auferlegen, um dem Gegner die Möglichkeit zu nehmen, durch Desinformation, Gräuelpropaganda und dergleichen die sogenannte Wehrmoral zu untergraben. Das ist richtig. Wir sind aber, Frau Minister, in der ganzen EU keine kriegsführenden Staaten, auch wenn wir so tun und auch wenn unsere Zeitungen und der ORF so berichten und schreiben, als ob, sondern wir sind derzeit in Österreich neutral und die Europäische Union befindet sich in keinem Krieg. Es ist daher nicht erforderlich, die 500 Millionen EU-Bürger von jeder Information, die russische Seite der Ereignisse wiedergibt, abzuschneiden. Meiner Ansicht nach, weil ich uns nicht als kriegsführende und bedrohte Einheit ansehe. Trotzdem geschieht das auch zum Jubel aller politischen oder zumindest systempolitischen Akteure und zum Jubel unserer in dieser Frage, ich verwende nicht das Wort gleichgeschaltet, sondern synchronisierten Presse. Ja. Zum Jubel dieser Presse. Es wird bejubelt, dass Webseiten blockiert werden, dass russische Sender blockiert werden. Es wird bejubelt, dass Internetdienstanbieter Videos löschen, die nicht kritiklos die Position der Ukraine, der Europäischen Union und der USA wiedergeben. Das kann man, wie ich sage, bejubeln, aber man muss zugeben, dass wir damit Zensur üben und die eigene Bevölkerung von einem wesentlichen Element einer faktenorientierten Information abschneiden, wenn nur noch den amerikanisch-europäischen Standpunkt und den Standpunkt der Ukraine wiedergebende Medien hier erscheinen dürfen. Das kann man so machen, man muss es aber sagen. Genauso ist es mit den Sanktionen. Natürlich kann man es machen, dass man sagt, so Leute, die irgendwie pro Putin sind oder die den russischen Standpunkt nicht scharf genug verurteilen, diese Leute, deren Vermögen ziehen wir ein oder frieren wir ein. Ja, das ist ja Oligarch, der hat gesagt, der Putin ist ein klasse Bursch. Den haben wir schon 3-mal gefragt, er soll die Invasion verurteilen, hat er nicht gemacht. Vermögen wird eingefroren. Oder Leute, die in der russischen Staatsduma, ich glaube 342 sind es, für die Anerkennung der Republiken Donetsk und Lugansk gestimmt hat, die wurden alle von der EU mit Sanktionen, mit Reiseverboten. Herr Kollege, 15 Minuten reden Sie schon. Ja. Was? Ein bisschen noch, ja?
Diese Leute sehen sich einer Enteignung ihres Vermögens ausgesetzt, wie wir das in Europa, um das, was die Frau Ministerin auch gesagt hat, seit 1948 nicht mehr gesehen haben, ausgesetzt. 1948 war die große kommunistische Enteignungswelle in den östlichen Staaten. Von 38, 36 Arisierungen rede ich gar nicht. Aber solche Maßnahmen haben wir in der europäischen Tradition nicht gekannt und nicht gesetzt. Das Gleiche trifft für Künstler zu. In der europäischen Nachkriegstradition haben wir es nicht gekannt und nicht erlebt, dass Künstler gekündigt, entlassen, gemobbt, am Auftritt gehindert werden, weil sie Russland nicht scharf genug verurteilen. Man braucht nur das Schicksal der Anna Netrebko, einem russischen Superstar, vor dem alle auf den Füßen gelegen sind, sagen, die wurde an der Münchner Oper gekündigt, weil sie sich geweigert hat, Russland zu verurteilen, oder ein Posting, das sie gesetzt hat, ein verurteilendes, wieder gelöscht hat, nachdem sie sich das über Nacht überlegt hat. Der weltbekannte Dirigent Gergiev, mit dem darf kein Orchester mehr spielen, weil er sich nicht klar genug von Russland distanziert hat. Und da können Sie eine lange, lange Liste machen. In jedem Orchester finden Sie Russen, die nicht mehr spielen dürfen, die nicht mehr auftreten dürfen. Sie finden russische Ensemble, die nicht mehr ins Land gelassen werden und so weiter. Das sind nicht die europäischen Werte, von denen ich spreche. Das sind nicht die europäischen Werte, die die Freiheitliche Partei Österreichs verwirklicht sehen will, sondern das sind die Werte einer gewissen Gruppe, die sich proeuropäisch, fanatisch europäisch, pro-EU nennt, die europäische Werte ständig im Mund trägt. Aber das, was wir als unsere Werte sehen, nämlich die Achtung vor künstlerischer Freiheit, die Achtung vor dem Eigentum von Menschen und die Achtung vor der Erlaubnis, seine Meinung zu äußern, mit Füßen tritt. Das bitte ich ein bisschen mit nach Hause mitzunehmen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.